Das wird dir sicher sehr gefallen. Oh, Sassy, danke schön. Ach, sehr gerne. Und jetzt verschwinde. Schon unterwegs, schon unterwegs. Hä? Halte durch, Schwester. Ich komme! Entschuldige bitte. Achtung, wir kommen. Schönheitsflecken-Club auf Mission. Okay, Chip Cutter. Wir haben unseren Teil erfüllt. Der Rest liegt jetzt bei dir. Meint ihr wirklich, ich kann mal ein Bildhauer werden? Jetzt! Aber wieso denn? Weil du gesagt hast, dass du ständig Ärger bekommst, weil du aus deinem Mittagessen Skulpturen baust. Stimmt's? Ja, ich kann nicht anders. Wenn ich mein Sandwich ansehe, ist es, als würde es mich anflehen, es in einen Drachen zu verwandeln. Na, und in was will diese Steinplatte von dir verwandelt werden? Ich sehe. Wow! Das ist ja unglaublich! Das sind ja wir! Wir wussten, dass du es kannst, Chip! Das ist noch viel besser als Sandwich-Skulpturen! Chip, wir sind stolz auf dich! Ich hab endlich meinen Schönheitsflecken! Wuhu! Perfekt! Ja! Das ist super! Kein schlechter Start in den Tag, oder? Nein, wirklich nicht schlecht! Anderen Ponys zu helfen ist meine Lieblingsbeschäftigung! Na bitte, ein weiterer zufriedener Kunde! Mhm. Also, wer kommt jetzt? Wetten, es ist Zipperwell? Sie hat kaum einen Bezug zu ihrem Schönheitsfleck. Es sind drei Welpenpfoten. Wann kommt sie vorbei? Naja, ich habe das Gefühl, als würde sie jeden Moment ankommen. Wow, du bist echt gut. Komm doch rein, Zipperwell. Okay, dann berichte uns mal von deinem Problem. Es geht um meinen Welpen, Ripley. Wir hatten uns immer so lieb. Ich habe meinen Schönheitsfleck an dem Tag bekommen, als ich ihn fand und mitnahm. Aber plötzlich will er anscheinend gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Nur keine Sorge, du bist hier genau richtig. Der Schönheitsfleckenclub übernimmt diesen Job. Vertrau uns, bevor du dich versiehst, sind dein Welpe und du wieder allerbeste Freunde. Du bekommst die Schönheitsfleckenclub-Garantie. Egal was passiert, du hast unsere volle Aufmerksamkeit. Rate mal, wer den ganzen Tag mit ihrer kleinen Schwester verbringt! Oh, Rarity? Oh. Tut mir leid, Schatz, du bist so klein. Ich hab dich da nicht gesehen. Ich lass mich von meinem Auftritt immer so mitreißen. Tada! Rarity, was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um den ganzen Tag mit dir zu verbringen. Ich könnte vor Freude fast in Ohnmacht fallen. Ihr habt nicht zufällig eine Couch hier, oder? Nein. Oh, was rede ich? Es ist ja ein Baumhaus. Das wäre ja Trägosch. Richtig. Naja, dass du hier bist, freut mich natürlich. Und den Tag mit dir zu verbringen, hört sich wirklich toll an. Aber ich habe hier gerade was sehr Wichtiges zu tun. Ich habe Verpflichtungen und... Oh. Hey, Sweetie Belle. Wir kümmern uns um alles. Ihr habt doch immer so wenig Zeit füreinander. Ja, genießt den Tag. Könnt ihr euch wirklich allein um unsere Kundin kümmern? Kundin? Oh, das finde ich aber sowas von entzückend. Danke, sag ich mal. Und ihr bietet euren Kunden Pfefferminz an. Wie professionell.